Und jetzt Erotik zwischen 14-Jährigen. Der Film Sieben Sommersprossen sorgte für Empörung in der DDR der späten 70er Jahre, war aber einer der erfolgreichsten Filme der DEFA überhaupt. Wir widmen uns der Geschichte nochmal ausführlich. Menschen, Ereignisse, Geschichte. Der MDR Kultur Stichtag. Hermann Schoche hat den Film geschaffen und schon kurz nach dem Start, das war im Oktober 1978, lockte Sieben Sommersprossen ein Millionenpublikum in die DDR-Kinos. Thomas Hartmann kann das noch nachvollziehen, 45 Jahre später. Sie hatten sich aus den Augen verloren. Nun laufen sie sich im Ferienlager wieder über den Weg. Die 14-jährige Caroline und der 15-jährige Robby. Beide stellen fest, dass sie sich zueinander hingezogen fühlen, Gefühle füreinander hegen, sich berühren wollen und über Privatestes reden können. Weißt du, manchmal habe ich eine verdammte Wut auf alles. Und das Schärfste ist, ich weiß noch nicht mal warum. Da könnte ich alles an die Wand klatschen. Geht dir das auch so? Aber mir ist dann zum Heulen. Ich weiß auch nicht warum. Hermann Zschoche dreht mit Sieben Sommersprossen von 1978 einen Film über die erste Liebe. Aber nicht minder über das mangelnde Verständnis im Umfeld. Personifiziert durch Christa Löser in der Rolle der Lagerleiterin, die sich mit dieser Thematik partout nicht befassen möchte. Überdeutlich wird dies, als ein Erzieher mit der Idee an sie herantritt, zum Abschlussfest Shakespeares Romeo und Julia aufzuführen. Gehen Sie da nicht etwas zu weit? Ich meine, da ist doch andauernd von Liebe die Rede. Und das wollen Sie mit den Kindern? Ich glaube, dass Sie das verstehen. Es behandelt doch Ihre Probleme. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Seit wann ist die Liebe das Problem von Kindern? Nicht alle sind mehr Kinder. Ja. Und deshalb sollte man Ihre Fantasie nicht unnötig aufreizen. Warum spielen Sie nicht ein Stück aus dem FDJ-Leben? Über Sieben Sommersprossen wird 1978 sehr gestritten. Wegen seines Themas, wegen der, wenn auch behutsam inszenierten Nacktszenen, weil Zschoche weitere Probleme ausleuchtet, mit denen Jugendliche in der DDR konfrontiert sind. Caroline schlägt sich mit vielen Vorurteilen herum, weil sie als Scheidungskind bei der überaus geforderten Mutter heranwächst. Und Direktorensohn Robby muss damit leben, dass seine Eltern ihn zwar häufig beschenken, aber damit nur übertünchen, dass sie keine Zeit für ihn haben. Die Debatten beflügeln die Popularität des Films. Dass da für junge Leute über Liebe geredet wird und über etwas, wo sie es offensichtlich schwer haben, mit ihren Eltern oder Erziehern sich auseinanderzusetzen, wo sie sehr neugierig sind, furchtbar viel wissen wollen, wo sie ranwachsen. Und das sehen sie nur im Kino und dann gehen sie dahin. Sagt Zschoches Kollege Heiner Caro. Nur, es strömen nicht nur junge Leute in den Film. Rudolf Jürschig, Chefdramaturg des DEFA-Spielfilmstudios. Es ist bei Sieben Sommersprossen etwas sehr auffallend in der Resonanz, dass sehr junges Publikum, ganz konsequent unter 20, den Hauptteil stellt. Und dann gibt es bei diesem Film, und das schlägt eine interessante Brücke, wieder ein zunehmendes Interesse von 40-Jährigen etwa. Ganz offenbar wollen die Eltern von Jugendlichen wissen, was der Film ihnen zu sagen hat. Und so tragen sie das Ihrige zum Erfolg des Filmes bei. Ein Erfolg, der sicher auch auf die agierenden Laiendarsteller zurückzuführen ist. Sie verleihen Sieben Sommersprossen Glaubwürdigkeit. Und gerade diese Glaubwürdigkeit ist mit ein Grund, dass der Film selbst 45 Jahre nach seiner Entstehung alles andere als altmodisch wirkt.